Ja. Nee, die greifen doch nicht mich, also sich selbst an. Fest aufgebaut. Au. So, ich will gar nicht checken lesen, aber ich muss gerade ein bisschen identifizieren. Erwischt. Zack, zack, pum, pau, pau. Au. 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 Jetzt reicht's mir. Nimm das. Zack, zack, zack. Aha, daneben. Das war die Wahrheit. Kein Zirkustricks. Wobei, nein. Da komme ich ja her, hast recht. Ah. Wie frech von dir. Nimm das und das und das und das. Nimm das. Schnell ran da. Jawohl. Nimm das. Dies. Und Tellon. Au. Au, au, au. Also ich weiß, mit Kuh, ne? Es ist recht easy zu besiegen auf einmal. Hätte ich früher wissen müssen. So. Noch zwei Abos und ich kann euch noch E-Mails geben. Boah, was? Samira macht die Werbung für ihren Kanal. Das gibt's ja nicht. Moment, ganz kurz mal ins Chat hochscrollen. Da war jetzt ein bisschen mehr, als ich dachte. Oh, es gibt ja nicht richtig. So. Niedlich. Abos. Achso, ja, das ging um Emotes. Es gab ein paar Random Subs. Oh. Ich hoffe, nichts Schlimmes, Fenra. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber dann grüß mal und gute Besserung. Oder so. So, ich bin dann mal raus hier aus der Sache. Diesmal ganz höchst offiziell mit Aufzug. Nein, doch nicht. Nicht ganz höchst offiziell. Ja, es ist... Auf irgendeinem Grund ist das auf, das Ganze. Was, Samir hat Arm hochgemacht? Ich meine, ich wundere mich nicht, aber habe ich gar nicht gesehen. Ja, danke, Kurin, für den Reminder. Da mache ich das ganz schnell. Währenddessen kann ich mein Nest aufladen. Auch nicht verkehrt. Und 1 Million werden es heute noch. Man hätte mal zählen müssen über all die Streams, wie viele ich insgesamt schon gemacht habe. Ich hätte bestimmt schon einige Tonnen bewegt haben. Insgesamt halt. Das waren 7, oder? Ach, ich habe nichts gezählt. Verdammt, das sollte ich vielleicht echt mal anfangen. Bei 5 war es immer kein Problem, was eigentlich 6 machen muss. Mal steht die falsche Wiederholung. Viel zu viele. Spende tolle Sache, würde ich sagen. Oder so. Was ist los hier im Chat schon wieder? Schwer und falsch. Nee, alles richtig, alles gut. Ruhe jetzt. Raus hier. Tschüss. Ach so, die Liga ist da. Okay. Das war Talia. Mist. Das ist ein richtiger Ninja, Alter. Husch. Das will ich auch. Die Liga Tatsache. Der Schatten ist hier. Verstanden. Sanitäter wurden gerufen. Ja. Da wäre sie, die Liga. Wir wollten ja eine Liga gegen die anderen killen lassen. Verschwinden Assassinen. Assassinen natürlich Widersacher, die auch mal verschwinden können. Nutze Schaden mit Zeitfähigkeiten. Habe ich, glaube ich, keine. Naja, das passiert schon nicht, Fenra. Nimm das, du Assassine. Hallo? Er hat gar kein Leben. Anzeige. Ah doch, jetzt hat er. Okay. Nimm das, Assassinentyp. Stäbe gegen Messer. Ah, da steckt eindeutig mehr als die normalen Mobs ein hier. So ist er gestorben. Bewusstlos gegangen. Mit so einer komischen Kraftdampf. Das ist ja auch nicht schön. Sanitäter, nicht Beerdigungsinstitut. Samira, du musst den Namen angeben von dem, wo du was klauen willst. Also Stil, Leerzeichen, Fake Arnold. Ich hab jetzt ganz zufällig Fake Arnold gesagt. Das kann doch jeder andere sein, aber Fake Arnold. Das ist ein gutes Testobjekt für sowas. Ups. 34, der Spieler Samira, räche dich. Das sind fast alle, die du hast. Würde ich schätzen.
Na, wer da wohl gleich rauskommt aus dieser schwarzen Rauchwolke. Diablo 4 geklaut. Was? Ha! Mit 10 kann man sich neue Spiele kaufen. Viel besser. Brutal. Die meisten dieser Leute waren unschuldig. Die meisten. Aber auch die Cobblepot dabei gewesen ist, dann wäre jemand bestimmt stinke sauer. Oh. Was? Ein Mörder? Was? Los geht's! Willst du mich rollen? Wow! Wow! Ein Flammenwerfer-Mörser! Okay! Aua! 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 Ah. Schmerz, lass nach! Dieser Typ! Nein, verdammt! Und das und das und das und das! Ich hab keinen Schaden, aber das ist voll nervig! Oh. Oh! Da! Echt jetzt? 200? Alter, au! Was haben die für komische... Was haben die für komische Untertitel? Fantasiesprache. Fuddler, 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 Fuddler. Aua. Jetzt reicht's mit euch. Fuddler, Fuddler. Hallo, mein Nest. Au. Aha. Ei. Schon ein bisschen frech, dass sie mit sowas angreifen. Aha. Den Akrobat schon vergessen. Ja, point. Ah, nein. Wow. Au. Das war frech. Wo ist der andere? Da. Au. Irgendwie alles Frauenstimmen, oder? Sie sehen so statumäßig sehr männlich aus, aber... Aua, eindeutig Frauenstimmen irgendwie. Ruftach, ruftach. Das klingt rot, oder was? Geht's aber ab hier. Das klaut ihr alles durch, aber das gibt's ja gar nicht. Das klauen sie alle noch. Das kann ich gerade echt nicht sehen, was ihr alles klaut, weil es so viel auf einmal ist, was ihr da macht, Leute. Ach, komm ich da nicht mehr hinterher. Oh, oh. Au, 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 au. Boing. Wow, ouch. Scha. Wow, aua, 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 aua. Lass mal. Lass ab von mir. Au, au, ich bin noch ausgewichen. Oh, aui. Na, na. Das ist ja echt die toughsten normalen Jäger, so im Spiel, das war zu erwarten. Das ist die Liga der Assassinen, Schatten. Das ist natürlich, erwartungsgemäß nicht ohne. Kampfkraftmäßig. Genau, Schalaf macht die Boom, Klaboom, Bibi. Genau meine Sprache. Alter Falter. Alter Falter. Das GCPD betritt in Kürze das Hotel. Sie sollten es verlassen. Ja, als wenn die was ausrichten könnten, aber ist egal. Mach ich. Bin schon weg. Eieieiei. Okay, für mich gerade nicht relevant, sagt Kurin, das ist gut zu wissen. Fake Arno der Boutique auf Grönland eröffnen und heißt Erwin. Die Boutique oder Fake Arno heißt dann Erwin? Und sagen wir ja, glaube ich, Sachen. Erwins Computerspiele-Shop. Und dann mal Diablo 5. 5. Kriegertiger, hallöle. Na? Auch hier gelandet? Montoya. Hier ja, ist mein Level gestiegen irgendwie. Frech. Du hast gehört, was im Hotel passiert ist. Ich war im Hotel. Ich habe alles gesehen. Ich war da. Ja? Willst du mir dann vielleicht sagen, wer die Assassinen waren? Nein. Das war die Liga der Schatten. Ach so. Doch, jetzt weißt du. Das bedeutet Ärger. Ich schicke dir unsere Akten. Würde ich vielleicht nicht machen. Siehst du mal einen Kopf. Das ist nicht so schlau vielleicht. Schau mal nach an dir. Oh, Mann. Warte kurz, Amira. Hervorgehoben, das habe ich... Es geht hier völlig unter. Ich scroll mal nach oben. Fake hat mir 34 und ich mit 57. Jawoll! Du hast die Glück geklaut. Sehr schön, sehr schön. Gib ihm, Samira. Er hat's verdient! Und der hat's auch vertragen, ehrlich gesagt. So. Stil. Es klaut immer. Kaum ist Kriegertiger da, klaut auch Kriegertiger. Es gibt's doch nicht. Hier ist er gemein. Hier ist er so gemein. Der arme Kriegertiger. So.
Haben wir was Schönes Neues? Was ist das hier? Natürlich, Menschen hinter der Maske von... Oh, okay. Das sieht mir aus wie eine Spezialmission, die nichts mit der Handlung zu tun hat, aber... Ja. Finde Jason, ne? Fenra. Finde Jason. Machen wir. Manche mungeln ja, ich wäre Jason mit der Maske, aber... Sollst mir nichts klauen, hör auf damit. Verdammt. Ja, aber, das Ding ist, Fenra, ich bin ja unendlich, mit Items ausgestattet. Ich kann zwar beklaut werden, aber ich habe einen endlosen Vorrat von allen, also, ist egal. Flop. Ich sag mal, was habe ich hier getan, dass du mich beklaust, wenn ich nicht nett? Ja, sag ich ja, ist doch frech. Ich find's auch frech, ich find's auch nicht okay, der arme Tiger. So selten hier und dann gleich so abgezockt werden, das ist, das ist nicht in Ordnung. So, Jason, was hast du dir zu sagen? Sag mal. Erzähl. Hell. Dachte mir, dass du hier bist. Ja, war, stand in der Quest. Naja, nicht hier, hier. Aber an so einem Ort. Okay. Ist nett hier. Gemütlich. Echt gemütlich. Okay. Ich glaube, da will ich nicht reden. Ich mag vor allem die Steine. Cooler Himmel, aber. Ich könnte hier bleiben. Die ganze Nacht. Na klar doch. Was? Dick? Dick! Verarscht. Ich war mal Akrobat, weißt du? Das ist so. Na gut, das random, okay. Dich. Aber halt schön die Klappe. Hardcore. Was für ein Battle, Fenra? Wenn du Streamout hast, meinst du, ist gerade aus im Spiel. Ja. Ein bisschen die Bande gesteckt. Ich meine, ich fand die Szene an sich gerade ganz cool, aber dachte, die erfahren jetzt irgendwas Charakterrelevantes oder sowas, aber das leider offenbar nicht. Aber cool zu wissen, dass so eine Momente offenbar auch vorkommen im Spiel, das wusste ich bis eben nicht. Ich meine, ich kannte sowas bereits von aus dem Glockenturm, aber von in der Stadt halt noch nicht. Ganz cool, dass es generell drin ist. Wie gesagt, handlungsmäßig jetzt nichts gewesen oder charakterentwicklungsmäßig, aber davon abgesehen, ganz cool. Hirn ist Haupt von FN, sorry. Ja, meine Frage auch FN. Ah. Dann ist Haupt nicht Haupt. Die Ermordung einiger unserer besten Polizeikräfte im Orchard Hotel ist selbst für Gotham ein neuer Tiefpunkt. Es ist Zeit, dass die echten Helden, das GCPD, wieder eingreifen und für Recht und Ordnung sind noch gestorben. In unserer Stadt sorgen. Vor allem wir erobern sie zurück. Die Frau, die Tochter von dem... Überraschenderweise stimmt keine unserer Stimmaufnahmen mit Commissioner Kane überein. Hey! Sie ist vielleicht kein Mitglied des Rats, aber sie könnte ihre Verbündete sein. Sie ist Jacobs Frau. Frau, okay, weiß ja ein bisschen älter. Catherine ist mit dem Geheimnis ihres Mannes wahrscheinlich nicht vertraut. Ich kenne Jacob gut und hatte nie den leisesten Verdacht. Colonel Arschloch hat alle getäuscht. Sogar Bruce. Vielleicht wusste Bruce aber was davon. Die anderen Mitglieder waren auch beim Ball. John Wycliffe. Ich habe mich wieder gesagt, was soll Isabella das? Haas. Maria Powers. Alle beim Hotel von der Liga getötet.
Colonel Kane ist das einzige Mitglied, das sicher überlebt hat. Und vermutlich auch Lady Cobblepot. Sie wird derzeit noch vermisst. Mhm. Und der Rat hat garantiert mehr Mitglieder als Jacob Kane und Constance Cobblepot. Na, sie ist doch Mitglied, siehst du, meine ich auch. Diese Stimme hatte wohl offenbar doch recht. Niemand wird glauben, dass irgend so ein Kinderreim Gotham so lange regiert hat. Aber die Leute werden glauben, dass Jacob Kane den Mord an Langstrom angeordnet hat. Das können wir zweifelsohne beweisen. Geben wir das Detective Montoya. Das sollte eigentlich für eine Anklage reichen. Tja. Ich füge eine Liste aller uns bekannten Mitglieder hinzu. Einschließlich der Toten. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Jacob wird unseren nächsten Schritt bereits erwarten. Und wer redet mit Talia? Der Rat und die Liga werden sich gegenseitig zerfleischen. Wir sollten bereit sein, wenn wir zwischen sie geraten. Okay. Ein fauler Apfel fällt nicht bei dem Stamm. Infos. Steam Achievement. Hat Samira gerade Roulette gespielt und es kam nichts dabei raus? Die Lage zwischen dem Rat und der Liga ist so schon angespannt, auch ohne Bullen. Echt mal. Unsere Nächte werden wobei deutlich komplizierter. Echt mal. Komisch.